Hallo, herzlich willkommen zu CMC Markets. Mein Name ist Konstantin Ollenburger. Ja, wir kommen zum US-Update, schauen uns jetzt gleich den US-30 an. An sich im Dow Jones gibt es heute Änderungen. Es gibt drei neue Werte, die aufgenommen werden in den Dow. Und ja, somit wird es dann später bei der Berechnung eine Anpassung geben. Das Ganze eben ausgelöst durch den Aktiensplit von Apple. Die Gewichtung fällt da von 12 auf 3%. Somit ja, muss der Technologieanteil im Index aufgebaut werden. So sind die Richtlinien beim Dow. Und da werden dementsprechend jetzt Unternehmen eingepflegt in den Index: Salesforce, Amgen und Honeywell, die dann eben ExxonMobil, Pfizer ersetzen. Und genau das vorab. Ansonsten, genau, wir kommen zum Chart. Was interessiert uns im Moment? Wir haben weiterhin die Rallye aktuell, haben jetzt heute Nacht neue Hochpunkte gemacht. Der DAX ist ebenfalls sehr stark. Und genau die zwei schauen wir uns nochmal an und ja, bewerten dann die Situation. Okay, wir gehen rüber zum Chart. Offen haben wir den US-30 hier in der 15-Minuten-Ansicht. Letztendlich, was auffällt, also gestern eben den Hochpunkt rausgenommen bei 155, kurze Korrektur in die Eröffnung und danach weiterhin die Rallye. Heute ähnliches Vorgehen im Prinzip. Man nimmt die letzte Konsolidierungszone, die sich ergibt aus dem Chart. Das wäre tatsächlich eben der Bereich 28.150 sowie das gestrige ja, Vormittagshoch, so nenne ich es mal, bei 233. Hier diese Zone definiert eben ja, diese letzte markante Konsolidierung. Das wäre in meinen Augen hier ein Support. Das bedeutet, dass der Markt dementsprechend in diese Zone zurücklaufen kann und dieser Bereich würde dann eben für die weitere Trendfortsetzung eben ideal sein, um dann hier die nächste Rallye-Phase, ich nenne es mal Phase, einfach den Abschnitt hier in Richtung des Extension Levels bei 28.730 dann vollendet. An sich seit dem Freitagstief, wie lässt sich das Ganze aktuell counten? Genau, also dieser Anstieg eben am Freitag bis 16.30 wäre dementsprechend meine erste Welle. Wir haben hier dann die kleine Konsolidierung als 2. Dann eben eine mögliche 5, die sich unterteilt. Das gestrige Hoch, Vormittagshoch, dann eine mögliche 3. Hier dann die Konsolidierung heute Nacht und jetzt am Vormittag eben der weitere Fünfer, um eben die Welle 3 abzuschließen. Und somit eben die Möglichkeit tatsächlich diese Konsolidierung dann zu etablieren für eine Welle 4, bevor dann eben ein weiterer Push noch kommt. Also eine Abwärts-Aufwärts-Sequenz, die hier dann folgt. Ob eben der Rücksetzer dann so tief erfolgt, muss abgewartet werden. Wichtig ist nur, wir wissen, dass das hier diese letzte Konsolidierung war und deswegen ist das Support. Kann auch mit dem Fibo arbeiten, indem man zum Beispiel den Hochpunkt und den Tiefpunkt eben verbindet. So dass man eben und hier dann eben über das Retracement, aktuell eben von tief auf hoch, wäre ja perfekterweise das 38er Retracement genau in diesem Bereich und würde ja zu diesem Support ebenfalls dann als Unterstützung mit eingerechnet. Also das wäre hier ideal für die nächsten Tage und Stunden. Ein Rücksetzer eben auf diesem Bereich. Okay, mal sehen, ob der bekommt. Wichtig ist vorab aber diese Erreichung eben des Extension Levels und eben dem Abschluss eben dieses Anstieges, dass wir eben einen vollständigen Impuls dann bekommen. Okay, dann ein Blick auf den Germany 30. Wenn Fragen sind zum US-Markt, gerne in den Chat. Dann können wir uns das Ganze
ebenfalls anschauen. Ansonsten kommen wir hier zum DAX. Auch hier hatten wir heute Morgen eben diesen Push als mögliche 3 besprochen. Dann eben einfach den Supportbereich angemarkert. Der Supportbereich besteht dann aus dem gestrigen Hoch und Tief, also zwischen 13.100 und 13.030 in etwa, liegt eine wichtige Unterstützung. Im Idealfall eben, dass der Markt in einer Dreierstruktur so hineinläuft, um dann eben eine Welle 4, ich zeichne es nochmal ein, abzuschließen. Also so, um dann eben noch ein weiteres Hoch zu erreichen und diese 13.300 dann herauszunehmen, als erste Amtshandlung sozusagen. Okay, das ist eine Möglichkeit, die der Markt anlaufen kann. Die zweite, die wir heute Morgen besprochen haben, wäre, dass die 3 tatsächlich gestern zu Ende ging. Wir haben hier dann die 4 und mit dem heutigen Hoch sogar eine 5. Somit ist der Impuls fertig. Das Einzige, was sich unterscheidet, wäre, dass wir mit einem 61er Retracement ebenfalls rechnen könnten, sodass wir eben die Zone wie folgt fixieren können. Man nimmt den kompletten Anstieg und nimmt dann dementsprechend hier die Zone 38er bis 61er. Das 38er liegt tatsächlich hier auf diesem Tiefpunkt, was ideal ist, die untere Zone eben des Unterstützungsbereichs, und eben das 61er, so wie gerade angesprochen, dass dieses dann im Bereich 850 tatsächlich ebenfalls dann noch lauern kann. Das wäre, wenn die 5 bereits durch ist und wir uns in einer 2 dann befinden. Okay, das grob die Unterschiede in der Handhabung. Somit bleiben praktisch 3 Marken, die man sich merken kann. 850, 13.000 und die 13.3, soll es hier noch einen weiteren Schub direkt nach oben geben. Okay, wir gehen über zu Forex, schauen uns den Euro-Dollar aktuell an. Ja, heute passiert eher wenig. Wir haben heute Morgen diesen Support hier angesprochen und dass wir weiterhin ebenfalls an diesen 2 Varianten arbeiten, also ob dementsprechend hier diese 3 bereits durch ist oder ob wir eben mit diesem Hoch und diesem Test dieses Tiefs eine B-Welle haben und dann eben noch ein weiteres Hoch ins 61er Retracement bei 1885 hier dann noch benötigen. Das sind so die beiden Marken. Für dieses bärische Szenario gilt hier dieser Tiefpunkt. Solange der intakt ist, würde die Rallye hier weitergehen. Brechen wir den, dann haben wir die Klarheit, dass die Korrektur fertig war. Okay, dann ein Blick auf den Goldpreis. Ja, heute Morgen hier diese Zone, die wir besprochen haben, über den Fibo. Ausgehend eben von dieser Dreierbewegung gestern. Und im Gold ebenfalls, ja praktisch solange wir unter 1960 bleiben, besteht hier die Gefahr, dass wir eben nochmals abgeben in Richtung 1860, um dann eben übergeordnet diese Dreierbewegung abzuschließen. Und die Idee ist eben, dass der Bereich hier 1922 nach unten dann verlassen wird.
Okay, ja, soweit dann die klassischen Werte. Vielleicht nochmal ein Blick auf das Öl. In Amerika sind ja zwei Stürme jeweils in der Entstehung. Der eine wurde etwas zurückgestuft auf einen tropischen Sturm, der andere wird tatsächlich ein Hurricane. Beide sollen jetzt morgen, übermorgen ja, das Land erreichen. Und wir sehen auch den Anstieg aktuell im Ölpreis. Und ist perfekt, wir haben hier bereits ein neues Hoch innerhalb dieses Verlaufs. Und diese Keilformation nähert sich langsam dem Ende. Also im Prinzip, das Hoch passt, mehr muss nicht kommen. Wir gehen natürlich über die Extensions. Haben wir hier die 4714 als mögliche Extension für diese dritte Rallye-Phase dann in diesem Keil. Und das Tief von letzter Woche, das gilt dann als Kontrollpunkt. Im Prinzip, was will man sehen? Sollte das ein Keil sein? Sollte das Ziel zuerst erreicht werden? Dann dementsprechend ein Abverkauf. Wir brechen das Tief und wir machen ein tieferes Hoch, sodass man dann eben gegen den Hochpunkt arbeiten kann und so einen möglichen Reversal Trade dann ansteuert. Okay, ja, soweit dann die Marktbesprechung. Wenn Fragen sind, sehr gerne in den Chat. Dann können wir uns die Werte dann nochmal anschauen. Ansonsten von meiner Warte soll es das gewesen sein für den Moment. Vielleicht gleich nochmal ein Wort zur Tesla. Wir hatten gestern einen kleinen Abverkauf hier in der Tesla. Ich gehe mal in den kleineren Zeit. Und ja, das wäre perfekt eben, wenn dieser Abverkauf, den wir gestern gesehen haben, die Welle 4 dann tatsächlich darstellen würde und eben dann noch ein weiteres Hoch hier entstehen sollte, um eben dieses Extension-Level bei 2252 dann ja abzuarbeiten und diesen Impuls vom Tief am 11. August komplett abzuarbeiten. Okay, also wie sollte die 4 aussehen? Letztendlich, wir haben hier ein Hoch. Kann man sich markieren. Und im Idealfall war das hier gestern der erste Abverkauf, Gegenbewegung, zweiter Abverkauf. Und ausgehend eben von diesem Bereich hier, der die Konsolidierung darstellt, eben noch ein weiteres Hoch, um dann diese komplette Bewegung zu beenden. Okay, aber an sich der Abverkauf reicht schon. Man erkennt direkt diese Unterteilung in 4 und ein weiterer Push in diesem Bereich. Also ab nächsten Montag wird der Split effektiv, also 1 zu 5
meine ich, ist dann die, oder 1 zu 4, kann man nochmal nachlesen, ist dann die Splittung. Die sich dann hier nochmal ändert. Ja, Apple ebenfalls. Nächsten Montag wird das Split effektiv. Ja, Facebook hatte ja eine längere Seitwärtsphase, also Juli 18 bis jetzt zum Corona-Tief. Seitdem eben der Ausbruch. Was ich hier bisher in dem Chart gemacht habe, ist letztendlich einfach diese Gegenbewegung nach oben gespiegelt über die Extensions. Und aktuell erreichen wir tatsächlich dieses 161er Extension-Level der Corona-Konsolidierung. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wie man sich hier diesen Anstieg anschaut. Also im Prinzip von Tiefpunkt hier wäre hier das eine erste Bewegung, Gegenbewegung. Dann würde dementsprechend eine Welle 3 laufen, im Idealfall eben hier in diese Konsolidierung. Und nach den Zahlen eben dieser Fünfer, der sich etabliert hat und möglicherweise die Welle 1 beendet hat. Somit, ich habe es hier schon eingezeichnet, ist diese Zone hier mit diesen zwei Tiefpunkten interessant. Sollte sich in den nächsten Wochen eine Konsolidierung einstellen, also wäre praktisch der Bereich um 224 bis ja, 190 bis zum 61er Retracement interessant, um eben ein höheres Tief nach dieser Corona-Rallye zu etablieren. Und ja, letztendlich nur so kann man sich aktuell, denke ich, hier behelfen. Und in der Facebook, also seit IPO hier mit 40 gestartet, dann diese Dreierbewegung nach unten. Und seitdem eben diese Wahnsinns-Rallye, die wir sehen, von 17 auf 280 innerhalb von 8 Jahren. Okay, wunderbar. Gut, dann haben wir die Situation. Okay, ja, soweit dann der Überblick. Das Marktgeschehen aktuell zur Eröffnung leichter Druck. Ja, wir haben gerade ein Tief bei 272 gerissen, sind schon relativ nah an der Supportzone. Genau, die Level sind, denke ich, klar. Schauen sich die nochmal an. Ansonsten, ja, wenn Sie mögen, morgen ab 9 Uhr wieder zur nächsten Sendung. Ansonsten weiterhin Good Trades, viel Erfolg und Ade.